Manfredini. So typisch für die Adventszeit sind heute reich geschmückte Tannenbäume, zum Beispiel dieser hier, oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, oder aber auch Jingle Bells im Radio. In der Musik der Barockzeit versinnbildlichte der wiegende, fließende Dreiertakt die ländliche Idylle der Hirten auf dem Felde und das liebliche Kindlein in der Krippe. Begleiten Sie uns heute Abend auf verschiedenartigen Wegen. In weihnachtlicher Vorfreude, wie im eben gehörten Concerto, und nun der Kölner Komponist Max Bruch liebte volkstümliche Melodien wegen ihrer Sanftigkeit und Klarheit. Und der sehr selten aufgeführten Serenade liegen schwedische Melodien zugrunde. Am Anfang und am Schluss dieses Werkes der Königsmarsch Karls XII. Der zweite und vierte Satz sind Liebeslieder und der dritte Satz ist ein dalekarlischer Tanz. Okay, da musste ich auch im Lexikon nachlesen. Dalekarlien ist eine Provinz im Nordwesten Schwedens. Die sogenannten Talmänner waren berühmt wegen ihrer Tapferkeit, Einfachheit und Freiheitsliebe. Thank you.
Thank you.
sogenannten Concerto für Rosso. In dieser besonderen Kompositionsform stehen dem großen Orchester mehrere Soloinstrumente gegenüber. In unserem Fall sind es zwei Violine und ein Cello. Das Weihnachtskonzert von Corelli mutet erst einmal gar nicht friedlich an und besinnlich auch nicht, sondern zeigt uns kontrastierende Menschen.